Bern, Switzerland, Hauptstadt der Eidgenossenschaft. Hier wird nicht über Geld gesprochen, man hat es. Bern, einer der teuersten Plätze in Europa. Gut, wenn man beim Bummel eine EM-Titelprämie im Portemonnaie hat, 30.000 Dollar, eine stolze Summe. Muss ich sparen. Oh, Aljona fängt an zu sparen. Darf ich fragen, wofür, Aljona? Du bist alt. Das hat die neue Schrankwand gemacht. Bern. Jede Menge Kohle in der Stadt. Die Arena aber eiskalt. 0 Grad, kälter als draußen. Vermummte Zuschauer, eingefrorene Stars. Die Schlodder-EM, eine Zumutung für Fans und für Sportler. Die ganzen Jungs in der Kabine habe ich halt gesehen, wie halt die verschiedenen Trainingseinheiten mit verschiedenen Klamotten, Stärken, Dichten halt gearbeitet wurde. Einfach um zu sehen, wie viel muss ich anziehen, wie viel kann ich anziehen, kann mich damit noch bewegen. Ich habe die ganz normale Version heute gewählt, also ohne irgendwas Spezielles drunter, weil ich einfach diese Bewegungsfreiheit halt einfach brauche. Und wenn ich halt eingefroren wäre, hätte ich halt Pech gehabt. Eiskalt erwischte es das Chemnitzer Paar in der Kür. Aljonas Pirouette endete fast auf dem Hosenboden. Gute Miene und weitermachen. Die Champions konterten ihr eigenes Missgeschick, retteten die Führung aus dem Kurzprogramm, hauchdünn am Ende, aber gewonnen. Nach Silber in Tallinn holten die Sachsen den EM-Titel zurück. Entthronten das Russenpaar Yuko Kawaguchi und Alexander Smirnov, die Silber gewannen. Die Dramaturgie am Ende wie im allerbesten Thriller. Im zugigen Gang verwandelte sich Spannung in pures Glück. Aljona und Robin hatten wohl am Ende die bessere Ausstrahlung. Das wollen wir künftig ändern. So ein Wettbewerb ist eine komplizierte Geschichte. Ich mag Aljona und Robin und gönne ihnen den Sieg. Aber bei der WM wollen wir sie schlagen. Die Konkurrenz wird für Aljona und Robin immer größer und auch immer leichter. Vera Basarova mit Juri Larionov Dritte in Bern ist nur ein Beispiel. Jeder muss für sich das Beste rausfinden und wenn die mit 20 Kilo klarkommen, dann ist okay. Ich meine, jeder ist anders und ich bin auch nicht dickste. Europameister, alle Grand Prix gewonnen, dazu das Weltcup-Finale in Peking. Alles läuft in dieser Saison nach Plan. Nichts hält die Chemnitzer auf. Jetzt lässt auch der Trainer die Leine lang. Die können die Tage in der Schweiz auch vom ersten Tag an genießen, meines Erachtens. Die können das genießen, wenn sie zum Training gehen, aber das war hier schon sehr kalt. Aber ich meine, jetzt ist ein bisschen Entspannung angesagt und das haben sie sich verdient. Ich auch. Ab Montag geht das Trio auf eine Showtournee. 2 Wochen durch die Schweiz. Danach wird die WM vorbereitet, in Chemnitz trainiert für den Erfolg Ende März in Tokio. Die Fans hoffen schließlich auf weitere gute Nachrichten. Wir schalten jetzt zurück nach Mitteldeutschland.